Hallo und herzlich willkommen hier beim Towntown Talk. Mein Name ist Matze und ich sage herzlich willkommen zur ersten Group Watch Party hier beim Towntown Talk. Mit mir dabei Andrea, Helge Moin. und der Joachim. Jo, ich bin hier und versuche diesen modernen Kram mitzumachen. Ja, das kriegen wir schon hin. Genau, moderner Kram heißt Group Watch Party. Für den einen oder anderen wahrscheinlich schon ein Begriff, wahrscheinlich schon mal gemacht öfters, wir noch nicht. Also Premiere, und was gibt es besser zur Premiere als die erste Folge von The Mandalorian? Finde ich. Ist ein guter Einstand dafür. Definitiv. Okay, ganz kurz, wie geht's euch? Alles gut? Man merkt, die Tage werden kürzer. Es wird schneller Ja, dunkel, kälter. kälter, ja. Es riecht nach Herbst. Es gibt wieder Spekulatius zu kaufen. Ja! Wurden mir heute auch schon angeboten. Ich habe heute schon welche gegessen. Heute am 8. Oktober. Wisst ihr jetzt, wo wir stehen? Ja, Mando steht nicht vor der Tür. Nein, Nee, erstmal leider. Book of Boba und genau, Mando nächstes Jahr. Aber wer weiß, wie lange das jetzt geht. Vielleicht passt das ja und dann können wir so ein bisschen uns mal wieder treffen, ein bisschen quatschen und Mando nebenbei gucken. Ja, gerne. Also für alle, die mitmachen wollen, ne, wenn ich los sage, dann machen wir an und dann gucken wir, was passiert. Also Yay. wer zeitgleich mitmachen möchte. Bin gespannt. Ja, sonst News, weiß ich nicht. Hat irgendwer was gehört? Gibt neue Bücher. Ah, ja, nächstes Jahr. 2022. Genau, gibt es erstmal den hier. Interessante Bücher. Ja, lest doch erstmal die, die wir jetzt schon haben, Freunde. Ja, ich hink gerade auch noch hinterher. Ja, ich hink auch noch hinterher, Na aber komm es doch, sind neue ey, Bücher erstmal. angekündigt. Naja, ich spiele ja immer noch mit dem Gedanken, mir die neue Thrawn-Trilogie zu kaufen. Habe ich Oh noch nicht ja. gemacht. Tu es, die sind toll. Ja, aber ich denke, der Mandalorian ist in den Startlöchern. Vielleicht sollten wir da mal anfangen, oder? Ja, alles klar. Genau. Also, alle Mann jetzt D Plus einschalten. Mando, erste Folge. Kapitel 1. Der Mandalorianer. 3, 2, 1. Let's go. Heute gibt es Quarren. Yep. Lecker frisch serviert. Schön halbiert. Wer will? Ja, das war Aber jetzt eben. Ja? da hast du aber gleich den Mando gleich voll in Action gesehen, ne? So erstmal abwarten, erstmal provozieren lassen, so erstmal so dumm tun und dann zuhauen. Innerhalb von wenigen Sekunden ist vorbei. Genau, das war so die erste Szene, die wir aus dem Trailer hatten oder die dann veröffentlicht wurde, glaube ich, ne? Mit dem Zerteilen. War schon recht cool, ja. Aber da wundert es mich, warum gab es da keine Sicherheitsvorrichtung, dass die Tür wieder von selbst aufgegangen ist, wenn dazwischen irgendwas gerät war? Und das in so hochmodernen Zeitalter, hallo? Ja, stimmt, das haben wir bei Türen nie gehabt. So. Gehen immer recht schnell zu. Wahrscheinlich wurde die Ja. Tür noch nie zugemacht da. Höchstwahrscheinlich. Ja, fand ich schon recht cool. Lange her, dass ich das gesehen habe, jetzt zu den Anfang. Ja. Obwohl ich ja kein großer persönlicher Mando-Fan bin. Aber doch, das war schon cool. Also die ganze Sache hat mich daran erinnert, wie irgend so ein alter Spaghetti-Western. Ja, Ja. kommt in den Saloon rein, macht nichts und Auf jeden dann, Fall, ohne ein einziges Wort zu sprechen, fehlt noch, dass er so einmal ausspuckt, aber das kann er ja mit seiner Maske nicht. ja. ja, damals wussten wir noch nicht, ne? Was ist Helm? Ja, wird er schon irgendwann abnehmen, ne? Oder bei der nächsten Szene oder so, denkt man. Genau, man wusste eigentlich gar nicht, wie der Typ da drunter eigentlich aussieht. Aber es war einfach schon imposant, wie er halt diese Kantine da betrat mit seinem Helm und der Mandorüstung. Also fand ich schon damals sehr beeindruckend.
mal was anderes zu sehen als den Mandalorianer, der aussieht wie Boba Fett. Ja, sehr Oder wie ungewöhnlich, Jango ja. Fett. Ah, also es war halt wieder eine andere Also, Farbgebung auch. ja, gerade ist Real, ja, Real Life, oder wie heißt das? Ja, Serie. Ja. Genau. Erste. Eine Realserie, genau. Sehr cool. Okay. Ja, wir haben jetzt angehalten. Wir machen jetzt gleich weiter und gucken uns. Keine Ahnung, wenn irgendwer was hat, einfach Pause und dann oder reinschreien. Gucken wir mal weiter. Er hat auch nie gedacht, dass man den nochmal wieder sieht, ne? Ne, richtig. Warm oder auch kalt? Das fand ich auch so gut. Warm Bisschen. oder kalt? Ja. Ja, du hast die Wahl. Willst du warm oder willst du kalt serviert werden? Ja, der Soundtrack, ne? Also ist natürlich auch da sehr, sehr viel spielt damit die Mucke. Also trägt auch diese Gänsehaut. Serie. Gänsehaut. Ja, jetzt Rosslau, oder? Die fällt schon fast auseinander. Der Typ, ey, habt ihr den erkannt da gleich? Ja, also der kam ja auch aus, glaube ich, aus Big Ben Theory spielt er auch mit. Gut, das weiß ich gar nicht. Ja. Ist das nicht der Geowissenschaftler aus Ja, Big Bang genau. Theory? Ja, Ja, genau. ja, Mit den Steinen. ja. Und die Razor Quests. Ja. Ah, ja. Wo sie noch heile war. Hätte ich auch nie gedacht, dass das so einen Hype auslösen will, das Ding. Weil das ist ja auch überhaupt Das nichts stimmt. für mich, so Raumschiffe, Modelle. Also als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ey, scheiße, das ist pottenhässlich. Ja. Ich will sowas wie die, wie den Falken oder irgendwie Ja, sowas irgendwie. haben, aber nicht dieses Ding. Hätte irgendwas Moderneres erwartet oder Ja. irgendwie, keine Ahnung, Slave Raumjäger 1, wie es jetzt heißt, oder wie heißt es jetzt? Slave Boba Fett One. Schiff. Ja, genau. Na Starship. gut, das finde ich auch hässlich. Ja, aber das ist natürlich auch ein cool Ding. Ja, das Ich stimmt. finde das tatsächlich ganz Das ist cool. auch hässlich. Natürlich kommt jetzt was. Na klar. Immer wenn die sowas sagen, kommt was. Wäre merkwürdig, wenn es anders wäre, oder? Das ist Ja, aber auch Art ein hässliches Walross, Vieh. ne? Ja, sieht zumindest so ähnlich, ne? Ich glaube, das konnte man gar nicht realisieren, dass das eine TV-Serie ist, ne? Und sah schon echt cool aus. Also, dafür, dass es nur eine Serie ist, haben sie Ja. verdammt gut gedreht und verdammt guten Cast gehabt. Hat ja auch einiges gekostet, glaube ich. Ach so, heißt die Klasse so oder ist das die Razor Crest? Also heißt das da nicht anders? Oder hat es keinen Namen? Oh, Allem es ist klingt für mich er. so, als wäre es die Klasse, ne? Oh. Okay. Aber der Mando ist ja auch sowas von wortkarg, ne? Das würde man mit sich selbst sprechen. Too much Infos. Dass ich schon gehört hat da oben. Ich frage mich, was er jetzt sucht. Oh. Ups. Greedo, oh ne. Und eingefroren. Ach, der hat so eine. Stimmt, ich habe das total vergessen, dass er so eine Karboniergefrierenheit an Bord Stimmt, hat. ja. Voll vergessen. Ja, da hat er das was erfunden, oh. Als er damit anfing, Menschen mit einzufrieren. Ja, aber meinst du, dass das erst seit Episode 5 der Fall Ja, gewesen ist, dass sie sowas gemacht bestimmt. haben? Ich glaube, Boba war der Erste, der damit ankam. Weil das ist ja schon in Eswitor wird es ja schon gemacht. Ja. Ja, heiße Cantina-Szene. Fehlt die Musik aber irgendwie, ne? Fehlt mir da so. So ein bisschen lame. Ja. Wenn man das Schiff jetzt sieht und gesehen hat, wie der da eben drin rumgelaufen ist, da kann ich echt schwer glauben, dass das wirklich die Größe ist. Wie meinst du das, die Größe? Ja,
Aber als er da eben durch das Schiff gelaufen ist. So ja. sieht das so. Unheimlich klein aus. Ja, ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich wie Hermines Zaubertasche. Steckt mehr drin, als es ja, aussieht. Ah, okay. Aber stimmt schon, ja, so, so sieht es etwas klein aus, ne? Ja. Zumindest unten die Ebene. Was da alles drin war, ne? Schlafplatz, Klo, drei Dinger. Vor allem das Interessante ist, das ist das erste Mal, dass wir das Klo gesehen haben. Ja, ne? Im gesamten Star Wars Universum. Ja, das ist das erste Mal, dass wir ein Klo gesehen haben. Das sieht aus sehr irdisch. Mal jetzt, Porta Potti. Wir haben jetzt hier gerade ein Standbild, ne? Das heißt, wir haben da gerade gestoppt, als die diese eingefrorenen Gesuchten da ausgeladen werden. Mhm. Das da auf der rechten Seite ist das so ein Y ja, ne? sowieso. Stimmt. Ja. So das gleiche Modell wie der Falke? Nee. Sieht so. Ja, die ist eine Runde am Ende da links, ne? Das sieht so aus. Ja, die Undock-Schleuse scheint das ähnlich zu sein, aber der Falken hat ja vorne dieses Cockpit, das hat der da nicht. Das sieht fast so aus. Es sieht fast so aus, als ob dieses Mittelsektion, also zwischen diesen beiden V- oder Y-Bereich, dass das Cockpit ist. Wobei das könnte natürlich auch eine Kapsel sein, aber dadurch, dass das so abgeflacht ist. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Aber der hintere Teil ähnelt sehr dem Falken. Ja, der hintere Teil. So als hätte man den Falken einfach das Cockpit vorne weggenommen. Ja, ich habe erstmal mit an die Ghost. Ich habe erstmal an die Ghost. Die Ghost und der Falken zusammengemasst. Ja, so sieht ja genau. Vorne die Ghost, hinten der Falke. Ja, jetzt wo du sagst, ja, stimmt. Und links das Schiff da. Oder wenn das überhaupt ein Schiff ist, aber links ist so ein zylinderförmiges Ding, also hinter den Zylindern, die waagerecht stehen. Das im ersten Moment habe ich an die Tantiv gedacht. Aber das sind ja so zwei Zylinder übereinander. Das kann halt, das muss auch kein, können auch Triebwerk oder so sein. Aber dieses bräunlich-silberne da. Auf jeden Fall sehr interessant sieht's aus. Ja. Ja, und imperiale Credits will er nicht nehmen, aber das andere nimmt er gerne und dafür wird er schlechter bezahlt, ne? Wie heute. Ja. Bei uns tanken wollen. Okay, also er ist sowohl der Gildenverwalter mit Aufträgen, und diese Java schon wieder, als auch, dass er so unter der Hand so quasi illegale Aufträge hat, die dann nicht der Gilde verwaltet werden. Mit der Gilde habe ich eh noch nie so ganz verstanden. Das ist so. Hey, es gibt eine Kopfgeldjäger-Gilde, wo man offiziell halt Lizenzen bekommt als Kopfgeldjäger oder halt Aufträge ganz offiziell eintragen lassen kann. Mit Gebühren halt, so wie hier die Dienstleister. Und es gibt halt so Kopfgeldaufträge, die so unter der Hand laufen. Die halt. Da muss es ja eine Oberdistanz geben, also Instanz quasi. Ja, einen Gildenleiter gibt es da. Also, ne? Kopfgeldjäger also, nehmen sie halt eigentlich, was sie wollen, so Aufträge oder. Ja, eben so nicht. Wenn du in der Gilde bist, musst du eigentlich Gildenaufträge nehmen. Es gibt natürlich auch Kopfgeldjäger, das sind so. Naja, eigentlich Söldner dann eher. Ja, genau. So. Die dann andere Aufträge so quasi, die unter der Hand annehmen. Na, deswegen. Hat er ihm die zwar angeboten, aber scheinbar auch nicht so gerne angeboten. Weil die halt einfach mehr Geld bringen. Und halt wahrscheinlich auch nicht unbedingt den Gesetzen entsprechen. Weil die Republik ja regiert. Richtig? Genau. Überall da, so ein bisschen. Da auf dem Planeten. Zumindest in dem Zeitalter. Ja. Wir sind bei 13 Minuten und 18, 20. Aber das ist ja noch seine alte Rüstung, ne? Wie bei Jabba im Palast. Alsinaure. Hat das eigentlich einen Namen? Nee, ne? Irgendein Druide. Kann ich hier Pause? Also geht auch so. Ich glaube, das Ding hat einen Namen, aber frag mich jetzt bitte nicht wie. Glubschi. Glubschi. Als ich das erste Mal das Ding in Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen hatte, ich hab mich so weggeschmissen. Und dann spielen sie natürlich mit der Nostalgie hier. Ganz gewaltig. Jetzt kommen wir zum. Eins meiner Highlights in der ersten Folge, finde ich. Wobei ich war ein bisschen irritiert, dass der Gong-Droide da den Butler spielt. Imperiale Sturmtruppen.
Der erste Brillenträger im Star Wars Universum. Ja. Und seitdem bin ich Kanon, Master. Ja. Ach, ich weiß das gar nicht mehr alles, ey. Echt zu lange her. So die Dialoge, keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass man solche schmuddeligen Sturmtruppler sieht, ne? Ja, das auch. Da, ja. Ich bin so alles so geleckt aus, ne? Imperium. Welcher Orden ist das denn, der umhat? Weiß das einer von euch? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas Imperiales, auf jeden Fall. Aber was er gewonnen hat, das wurde bestimmt irgendwie rausgefunden. Vielleicht sowas ähnliches wie das. Hier, dieses. Imperiale Verdienstkreuz. Ja, genau. Das Verdienstkreuz? Oder. Medaille. Die Medaille. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Es gibt ja leider kein Art Off-Buch oder so ein Quellbuch von The Mandalorian. Das ist ja alles gecancelt worden damals. Finde ich sehr schade. Da hätte man bestimmt ein bisschen mehr drüber erfahren können. Bestimmt. Das ist mal gern gesehen bei Star Wars-Fans. Ja. Wissen. Wissen ist Macht. Ja. Aber wir wissen ja viel über Beskar gelernt und dass es wertvoll ist. Ich kannte es vorher nicht. Also, oder habe ich nie darauf geachtet, irgendwie, ob das irgendwo mal, wahrscheinlich in Spielen kam das wahrscheinlich mal vor oder in Büchern. In Büchern. Ich habe es ja, hier bei The Mandalorian das erste Mal überhaupt gehört. Ja. Also ich habe es in Büchern schon gelesen. In der Republic-Kommandos-Reihe. Genau, genau. Und in den Kopfgeldjäger-Büchern. Okay. Da hat man das dann auch gelesen. Das war ja dann... Also man hat es wieder mit ins Kanon quasi rübergebracht. Ja. Wie so vieles. Also so waren damals also sowohl als Django Fetts Rüstung und auch Boba Fett aus Beskar. Das kann man jetzt so nicht genau sagen, ob das wirklich stimmt, so, weil sie galten ja nicht als richtige Mandalorianer. Stimmt, das ist ja auch so eine Kontroverse. Na, weil die Mandalorianer stammten von Mandalore. Ja, aber sagt er es nicht auch, das ist doch keine Rasse, sondern ein Glaube. Genau, ein Glaube. Aber sie gehörten wohl nie dazu. Glaube oder Lebensweise? Oder Lebensweise. Ja, Lebensweise. Ich glaube eher Lebensweise. Mhm. Genau. Es kommt auf Englisch echt tausendmal besser. Okay, weiß einer, wie diese Peilgeräte jetzt funktionieren? Tatsächlich frage ich mich das auch die ganze Zeit. Wurde das Rätsel schon mal gelöst? Na ja, gut, so ein Peilsender wird entweder eingepflanzt worden sein oder irgendwo angebracht sein. Da scheinen ja dann mehrere Gesuchte zu haben. Oder alle, quasi. Ach, der Werner. Zumindest ist er kein Freund des Imperiums. Ja, lecker! Ach, das war auch aus der Serie. Okay, das sieht gar nicht. Ja, das ist so cool. Oh Gott, voll traurig, ey. Doch, lecker! Da hätten sie Porks nehmen können. Dass sie die Nein! Die Affen sind auch lecker. Hatten wir am Wochenende auf dem Grill. Ach so, ja, jetzt geht's ja in den geheimen Untergrund. Eine Treppe geht's runter und schon sind sie bei den Mandalorianern. Von denen keiner weiß. Kommen da jetzt schon echt die? Ja, stimmt. Ja, da ist ja wieder der erste. Das verstehe ich auch nicht. Die leben im Geheimen. Da, die eine Treppe runter. Aber vor wen verstecken sie sich? Ich verstehe es nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich glaube, die wollen einfach die. Wer hat sie denn ausgerottet? Innerhalb dieser Folgen. Hm? Oh, das fand ich auch sehr geil, die Schmiede. Alle sehr wortkarg. Die müssen nicht viel reden. Vor allem das Interessante ist, was meint sie mit der großen Säuberung? Ja, damals noch nicht. Also, also es gibt ja die große Säuberung der Jedi, aber wurden zeitgleich dann auch die Mandos gejagt? Also ich meine, ja klar, in Rebels siehst du es ja, aber war das die große Säuberung, die sie anspricht? Also ich kenne keine andere. Mhm.
müsste also die ich, das ja sein, ne? Ich könnte mir nicht, also ich würde, ich stelle mir nicht vor, dass es da die gleiche Begrifflichkeit für unterschiedliche Sachen gibt. Also zu welchem Zeitalter, also er Zeitalter, oder jetzt nicht da, wo er die Szene, die er dann in seinen Rückblicken hat, wo er als Kind ist, über den Klonkriegen war das ja anscheinend dann, ne, mit den Kampfdruiden. Das nicht, wahrscheinlich. Nee, danach, in Rebels. Da kämpfen ja die Mandos ja gegen das Imperium, gegen die Death Watch. Ja, genau, ja. Genau, und aber wenn ich mich frage, es gab hier die große Säuberung, aber trotzdem wurden vom Imperium, das haben wir ja selbst gesehen, zum Beispiel Boba Fett, der ja eine Mandorüstung trug, ja als Kopfgeldjäger ja angeheuert. Passt irgendwie nicht so überein. Ja, ich glaube, das Problem ist dabei, dass die Mandalorianer vor diesem Kampf Mandalore gegen Imperium erschaffen wurden. Dadurch, du hast, das ist, glaube ich, das Problem einfach, dass man davor aber weg gar nicht drüber nachgedacht hat oder dass man. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man gesagt hat, dass Boba Fett oder Jango Fett gar kein Mandalorianer ist, damit es diesen Twist nicht gibt. Ja. Mhm. Warum das Imperium die auslöschen oder zumindest eindämmen sollte, aber dann auf deren Dienste zurückgreift. Auf der anderen Seite, warum soll man eine Waffe nicht benutzen, wenn ihr sie zur Verfügung steht? Ja. Und jetzt wird das Beskar geschmolzen. Ja, dann den Vorgang fand ich auch sehr interessant. Wie schnell das geht. Ja. finde ich eigentlich ziemlich interessant, diese Rückblicke. Also die Schmiedeaktion oder die Rückblicke? Sowohl als auch, dass sie das miteinander kombiniert haben. Ja. Ne? Weil diese Versteckaktion, ne, mit dem Kind, das hatten wir ja schon mal in Rogue One gehabt. Achso, ja. Mit Jyn, ja. Mit Jyn, genau, mit Jyn Erso. Ja, und das ist hier so ähnlich. Ziemlich ähnlich, ja, das stimmt. Ja. Die Razor Quest sieht eigentlich aus wie eine riesen Badewanne mit Flügeln dran. Ja, ich glaube, die wurde erst im Laufe der Serie so bekannt oder bekannt und beliebt, glaube ich, ja. Ne? Ja. Gerade als sie dann nicht mehr existierte. Also ich hatte zu Anfang immer einen alten Sikorsky-Hubschrauber im Auge. Ja, da ist, ja, da sieht man die Haken, ne, wo die dran hingen. Da ist wirklich von der Größe her nicht wirklich viel Platz drin. Nein. Vor allem dieser Peilsender muss ja eine enorme Reichweite haben. Ja, auf irgendwas. Beziehungsweise er hat ja auch gesagt, wo die letzte Position gewesen ist. Von dem Objekt oder Subjekt. Ich kannte die Viecher vorher auch nicht. Die Blurks. Blurps. Die Blurks. Kann wahrscheinlich auch schon ein Klon was vor, glaube ich, ne? Ja. Ja. Die Tweedex sind auf den gereiht. Stimmt. Auftritt. Quill. Quill? Quill, glaube ich, ne? Ja, damit wurde natürlich auch ein Satz, ja, oder geboren im Star Wars-Universum. Ich habe gesprochen. Oh ja. Obwohl das ja eigentlich ein Satz ist aus den alten Western, ne? Indianer. Ach so, ja. Ich habe gesprochen. Winnetou! Ja, er lernt reiten. Mehr schlecht als recht. Das ist auch immer so, ne? Männchen werden immer gefressen. Black Widow. Ich frage mich, warum sie da jetzt so eigentlich so lange mit aufgehalten haben, jetzt irgendwie so, damit er das Reiten lernt. Verstehe ich jetzt gerade so nicht so wirklich. Ja, warum er reiten lernt? Ja, jetzt so allgemein. Ja. Er muss sich ja irgendwie fortbewegen können. Hätten sie ja auch einfach. Speeder ist zu einfach. Ja, aber hätte auch einfach aufspringen können. Das kann jeder. Storytelling, weißt du, so Geschichte, Zeit schinden quasi so ein bisschen, aber. Ist okay. Ich finde das cool, dass er so ein bisschen Verbindung zu der Natur bekommt, dass er so ein bisschen mit der Macht spielt, lernt, ein bisschen. Dass er ein bisschen lernt, damit auch einzugehen und so. Dass er nicht so ein herzloser Outlaw ist. Das sieht so komisch aus, wie er da drauf sitzt.
Ich find's cool. Und ihn finde ich auch ganz toll. Ja, keine Frage. Cool. Nick Nolte, grandios. Ja. Wie sich diese Blöcks bewegen. Ja. So cool. Ja, stell dir mal vor, er wäre jetzt ausgestiegen aus dem Raumschiff, hätte ihn kennengelernt. Und die Szene setzt jetzt da an, wo sie dann reiten. Würde für mich auch funktionieren. Nein, für mich nicht. Ja. Aber nur weil ich jetzt auch weiß, was da ja passiert ist. Aber sonst hätte ich mich auch gefragt, warum vertraut er ihm so schnell und woher kommt der zweite Block? Und warum kann er auf einmal darauf reiten? Ja gut, das mit dem Angriff, das hätte man klar noch reinbringen können, so, ne? Aber dann, dass er halt schon in seinem Leben, ich meine, er ist ja schon etwas älter, der Mando, dass er da hätte schon reiten lernen können irgendwie. Oder, keine Ahnung. Hm. Was man so als Mando macht, als jugendlicher, heranwachsender Mandalorianer. Naja, aber wenn er sich versteckt oder verdeckt halten muss, dann wohl nicht so viel. Weil Mandalorian, also Mandalorianer heißt ja auch sehr viel Disziplin und Verzicht, ne? Ich sag nur, Helm in der Öffentlichkeit nicht abnehmen. Das sieht komisch aus, weiß ich nicht. Ja, mir fällt das jetzt so auf, irgendwie. Wie der drauf ich find das cool. Ja, so Special Effects mäßig. Aber das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Wirklich auf ganz hohem Niveau. Ja. Wie war nochmal der Spruch auf Englisch? Da hat er ja This is the way oder so? Ah, nee, I have spoken, genau. I have spoken. Ja, das kommt auch noch. Mm. Das ist der Weg. Das wurde noch nicht gesagt, oder? Weiß ich gar nicht. Bei der Schmiede? Nee. Ich glaube, das kommt zum Schluss, glaube ich, einmal oder so. Ah, dieser Droide. Ich finde das cool. Ja, ich finde den auch mega geil. Das hat mich vorher nie interessiert, wie die heißen oder so, ne? Cool. Oder, ich aber wusste auch nur IG-88. Ja, und das hat, ja, ja. Und und da, ja, ist ja nicht so, in Action kannte man ihn ja eigentlich nie. Nee, man hat ihn ja nur so auf dem Sternzerstörer gesehen. So ganz trocken, das ist wahr. Aber zielsicher sind sie beide. Mhm. Das könnte auch Arnold Schwarzenegger sein. Terminator, ja. Ja. Oder Bruce Willis in Stirb langsam. Nein, kann er nicht. Aber das ist so ein Haufen Söldner, ey. Ja, reiß die ab, der Strom. Von nein. Wo kommen die nur alle her? Das ist ja ein ganzes Nest von denen. Alles klar. Sehr schön. Jetzt geht's los. Der weiß damit umzugehen. Er ist der Beste. Der Beste der Besten. Ja. Yeah. Mach nochmal ganz kurz Pause, wo wir die Szene gerade so schön gemacht haben. Also was mir gleich beim ersten Mal aufgefallen ist, oder beziehungsweise in der nächsten Szene wird ja das Tor aufgesprengt. Die stehen hinter dieser Säule und dieses Ding hält da drauf und es wird nicht durchschlagen und du hast so eine Panzertür und das Ding durchschlägt das dann am Ende und die können da rein in den Raum. Ich fand das immer sehr, das erinnert mich immer an diese Hollywood-Filme mit, wenn die Soldaten oder die Leute hinter Autos in Deckung gehen und tonnenweise Magazine in irgendwelche Autos reingehämmert werden und ja, wir sitzen hinter dem Auto. Nichts passiert nichts. Das, ja, finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass man da nicht irgendwie besser drauf achtet. Ja, kommen wir jetzt mal auch zum Zählen hier. Also ich zähle 17 Leichen liegen jetzt da so rum. Mehr! Definitiv mehr! In dem Bild hier, das ist aber auch ein cooler Shot gerade. Er steht da unten mit der Kniffe und spritzt da gerade was raus. Öl. Dieser Blick!
Die schweißen ja mehr als schießen, ne? Oder? Ja. Ja. Obwohl, nee, schießen, ja. Ja, ist schon komisch. Also filmtechnisch ist das mega. Auftritt. Ja, ja mega, Auftritt. Also. Das ist jetzt wieder eher so Western-Style. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, ich hab so die Gänsehaut. So die erste Begegnung zwischen den beiden. Und oh Gott, guck dir das an. Oh. Ja, das war's. Das war so niedlich. Ich dachte gar nicht, ich wusste gar nicht mehr, dass man sein Gesicht gleich sieht. Ich dachte, man sieht nur seine Hand. So, okay. Ja, sehr süß auf jeden Fall, klar. Das war natürlich dann das Highlight nochmal. Ich finde, um jetzt nochmal kurz jetzt bei dem Abspann zu bleiben, ja. Diese Bilder finde ich total geil. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch der Grund, warum ich immer bis zum Schluss gesehen habe. Ja, weil ich das so toll finde. Zeichnet alles nochmal, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen, ich hätte so gerne eine Art Off-Buch gehabt, wo dann auch so das ein oder andere da sicherlich von drin gewesen wäre. Ach, und ja, die Mucke. Ja. Und die Mucke. Ja, ich glaube, man konnte sich, glaube ich, auch irgendwann mal den Soundtrack, glaube ich, runterladen. Den gab es dann gleich bald, ne? Ja, 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 gab es kurz danach, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, ob man den jetzt sich noch runterladen kann. War ja. So toll. Also für eine erste Folge war da verdammt viel drin, ne? Fand ich. Da wurden wir ja gleich mal reingeschmissen, ne? Ja, es fing halt gleich so bam an, ne? Ja, das war das Kapitel 1 und Kapitel 2 folgt demnächst. Kann ja, also, auf jeden Fall finde ich das richtig eine coole Idee, das als Groupwatch zu machen mit direkt live. so, ich gehe jetzt gleich den Ton. Wie heißt es? Kommentar. Mensch. Ich muss jetzt mal den Ton abstellen. So. Ja, war. Ja, mal gucken. Ich denke, wir machen es nochmal. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die Pausen rausschneide. Ich glaube, ich schneide die Pausen raus, wo wir jetzt wirklich nichts länger sagen. Ja, aber das kannst du ja nicht machen. Wenn jemand mit uns live mitguckt. Ja, das stimmt natürlich. Geht auch nicht. Ach komm, dann lassen wir sie drin. Also, das Problem an der ganzen Sache ja, ist, du musst dann ankündigen, wann du Pause machst. Teilweise haben wir es ja nicht gemacht, aber... Genau. Ja, oder ja, nimmst die Pause raus. Oder? Ja. Wir haben ja unsere Meinung zu den Szenen. Ich denke, jeder Star Wars-Fan hat die jetzt schon ein paar Mal gesehen und weiß, worüber wir reden hier. Bestimmt. Kapitel 2. Überlegen wir uns noch was, wie wir es besser machen können. Auch genau. Das müssen wir lernen. Und es war auf jeden Fall wieder, ich fand es wieder interessant, die Folge zu sehen. Wahrscheinlich ja, hätten wir sie also vorher gesehen und jetzt nur so nebenbei und mehr geredet. Aber das wollte ich nicht, weil ich wollte das eigentlich so ja. In also. Ruhe schauen und immer so ein einfach nochmal genießen. Ja. Also es muss ja keiner irgendwas erklären zu dem Ding. Nee, gucken, gelegentlich einen Kommentar reinhauen und dann vielleicht kurz darüber sprechen und das war's. Ja, und das haben wir ja gemacht. Genau. Man muss nicht beschreiben, was da passiert, weil wer das gucken will, der guckt es sich an. Genau. So sieht es aus. Ah. Ja, so. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder anders hinsetzen, weil ich habe mich eben ganz bequem in meinem Liegesessel Sitz gehangen hier. Ja. Ja. Auf jeden Fall war wieder eine Freude, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Es war schön, das tatsächlich mal wieder zu gucken. Es ist bei mir auch schon ein paar Tage her, dass ich das geguckt habe. Ich habe es ehrlich gesagt geguckt, als es rausgekommen ist und seitdem nicht mehr. Ja doch, die erste Folge hatte ich, glaube ich, 2-3 Mal geguckt. Ja, vor Anfang, bestimmt als die zweite Staffel rauskam, dann nochmal, habe ich bestimmt nochmal einen Rewatch gemacht der ersten Staffel. Nee, habe ich gar nicht gemacht, nee. Ja, aber... Gut, jetzt mussten wir alle damals eine Woche warten, bis es weiterging. Ja.
Das Warten ist immer so das Ach, das war ja auch, oh Schwierigste. Gott, das war ja auch schon. Da hatten wir Disney Plus ja noch gar nicht. Das war ja alles. In den Staaten kam das ja also Monate vorher schon alles raus. Und da musste man ja echt Ja. aufpassen, nicht gespoilert zu werden. Und. Ja. Stimmt, ja. Das war zu Zeiten von Episode 9, glaube ich. Da war das schon. Da liefen, glaube ich, schon drei, vier Ein Folgen in den halbes Staaten. Jahr hat es gedauert, bis dann Ja. hier Disney Plus in Deutschland aufgemacht Stimmt. hatten oder an Das Ja. war eine der Startgebung ist. ersten. Das war ja eine der ersten Serien überhaupt, die da veröffentlicht wurde, ne? Disney Plus, glaube ich. Gleich zum Start. Ja. Ne? Ja, Ja. genau, die kam ja gleich zum Start raus, genau. Damit haben sie alle gelockt. Und auch behalten. Und einen Hype ausgelöst, den sie wahrscheinlich, ja. Hatten sie nicht mit gerechnet, dass der Kleine so berühmt wird? Ja, glaube ich auch. Fehlte das ganze Merchandise. Mussten sie alles noch produzieren. Jetzt, ja, hat jeder so ein Ding zu Hause. In irgendwelcher Form, oder? Nein. Ja. Ich habe das kleine Ding auch nicht. Also ich habe es tatsächlich nur in einer einzigen Ausführung hier und das ist gehäkelt. Sonst habe ich es tatsächlich auch nicht, stelle ich gerade fest. Ja, ich konnte da Nee. nicht widerstehen. Also ich habe nicht die sprechende Variante, sondern damals die erste, gleich diese komische, ja, Glubschaugen. Nee, das habe ich Gott sei Dank alles nicht. Wobei ich da auch sehr spät auf diesen Hype-Train aufgesprungen bin, um mir dieses Ding zu holen, muss ich sagen. Das muss man ja auch nicht. Also man Nein. muss nicht jeden Ich Hype-Train habe nicht mitmachen. viele Puppen, eigentlich gar keine, außer Bibi Yoda. Ja, Bibi Yoda, ne? Hieß es ja sofort. Das war ja dann auch schnell raus. Namen gab es noch nicht. Nee, aber als dann der Name kam, das war dann so Hype, Hype, Hype. Ja, aber Da durfte als man. dann der Name kam, da habe ich mir gedacht, warum so ein Scheißname? Aber der ganze Hype darum, ne? Die ganzen Spekulieren, oh ja, oh, ist das hier Baby Yoda und wie alt? 50, rechne, rechne, was hat er alles erlebt und wo kommt er her und Ja, wenn man Jedi-Tempel bedenkt, dass und Yoda 900 Jahre geworden ist, ja. ne, und 900 Jahre für ihn schon alt war, und er dann ja meinte, so, 900 Jahre, du alt, du nicht aussehen gut oder so ähnlich, denke ich mir immer so, ja, okay, alles klar. Ja, gut, dann würde ich sagen, es hat mich gefreut, mit euch das zu schauen. Also, jeder für Ja, sich mich geschaut auch. und es hat funktioniert. Okay, dann machen wir jetzt hier für euch Hörer und Hörerinnen Schluss. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Danke an meine Begleitung, Helge. Joachim und Andrea. Ja. Wir werden uns wieder hören. Genau. Ich Auf hoffe ihn. es. Klar. Danke fürs Einschalten. Abonnieren nicht vergessen, habe ich gehört, soll ich öfters sagen, wurde mir geraten. Also, klickt die Glocke, Freunde. Like. No, kommt noch einiges auf euch zu. Also, bleibt gesund, schon mal Weihnachtsgeschenke vorbereiten und Ja, wie hast du noch nicht kommt alle, oder schneller was? als man denkt. Da äußere ich mich gleich wieder dazu. Erstmal kommt die Zeitumstellung wieder und dann reden wir weiter. Danke fürs Einschalten. Bis später. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye Möge bye. jemand mit euch sein. Bye. Das Leichentuch der dunklen Seite ist gefallen. Begonnen der Angriff der Klonkrieger hat. Ihr seid der Nebenwetter, nicht wahr? Wir sind Hüter des Friedens, kein Soldat. Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater.